Hallo, heute starte ich wieder ein Diary. Ich bin gerade wieder zu Hause bei meiner Mama. Das hat sich jetzt zweimal kurz nacheinander ergeben, weil mein Freund hier was in der Gegend zu tun hatte und ich dann einfach mitgegangen bin, weil wir wohnen sonst normalerweise 2,5 Stunden auseinander oder wohnen wir und deswegen sehen wir uns normalerweise nicht so oft. Und jetzt bin ich gerade eben schon angekommen. Meine Mama kommt gleich von der Arbeit. Und ich bin gerade hier schon wieder am Schneiden von einem Video. Da schneide ich gerade ein anderes Diary. Und ich werde heute mal ganz kräftig ausmisten in der Wohnung bei mir oben. Habe ich zumindest geplant, weil ich... Die Wohnungstour kennt ihr ja vielleicht. Ich werde euch die nochmal in der Infobox verlinken. Ich habe ja sehr viel mitgenommen. Und also an Möbeln jetzt nicht unbedingt, aber natürlich... für alles, was ich gebraucht habe. Und ich bin ja auch schon vor 2 Jahren ausgezogen hier. Aber es ist noch unglaublich viel Zeug oben. Und da muss ich einfach mal tatsächlich so richtig kräftig aussortieren beziehungsweise einfach mal Stapel machen mit wegschmeißen, verschenken, Flohmarkt und so weiter. Und manche Dinge sind auch einfach kaputt. Ich habe zum Beispiel letztes Mal, als ich da war, meine alten Window-Color-Farben weggeschmissen, weil die habe ich gekauft mit 10 Jahren oder so. Das heißt, vor 19 Jahren habe ich die gekauft. Die sind einfach kaputt und solche Dinge gehören in den Müll. Und genau, jetzt habe ich mir einen Kamillentee gemacht und schneide eben, wie gesagt, mein Diary und warte, dass meine Mama nach Hause kommt. Dieses Zimmer hier kennt ihr vielleicht. Und das sieht aber momentan echt übel aus, weil es so eine Abstellkammer geworden ist. Und da möchte ich jetzt einfach ein bisschen weiter aussortieren und aufräumen. So, mittlerweile ist natürlich meine Mama wieder da. Da kommt sie. Und ich habe jetzt auch schon die Haare geschnitten, weil ich mache immer so eine Technik bei ihr, dass man praktisch die Spitzen auch so überall erwischt, dass... drehe ich es bei dir so ein. Genau. Und dann schneide ich praktisch an dieser Kordel entlang, weil da schauen die Spitzen dann so raus und dann... Ja, schön geworden. Guck mal, ha? Hat sich schön gemacht, gell? Und dann halt noch unten nochmal wieder so begradigt, weil die Haare ja unterschiedlich schnell wachsen und genau. So. Und ich habe mich auch schön verletzt dabei. Es hat richtig geblutet. Man musste 10 Minuten Pause machen, ne? Ja, großer Unfall. Ja. Genau. Und jetzt gehen wir noch kurz in die Stadt. Ja. Ein bisschen gucken, jetzt. Was wir so finden. Und wenn wir was finden, gibt es bald einen Haul. Zumindest von meinen Sachen. Und, oder machst du auch einen Haul? Mal gucken, was ich finde, wenn ich was finde. Okay. genau. Und ansonsten fahren wir jetzt gleich wieder los nach Hause. Also mein Freund und ich. Genau. Ihr merkt die Begeisterung. Ja, jetzt kommen wir dann wieder in Weihnachten. Genau. Das ist eine Zeit. Da sehen wir uns eine Weile nicht. Ja. Und genau. Ja, wie das also ist, sage ich sie dann alles mal wieder. Falls ihr mal übrigens eine Videoidee für uns habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Oh und ja, ich würde gerne mal wieder was mit der zusammen machen. Dann kommen sie nämlich wieder. Ja, genau. Und dann sage ich so mal tschüss, Mama. Ja, tschüss, Mama. Und wir sehen uns später wieder. Jetzt wollte ich gerade mein Haul für euch schneiden und mir ist aufgefallen, dass ich meine Nahaufnahmen vergessen habe zu überspielen und die Karte mittlerweile wieder gelöscht hatte für ein anderes Video. Das heißt, ich muss jetzt wieder alles zusammensuchen, was ich schon weggeräumt hatte. Ich habe jetzt hier auf dem Tisch schon wieder einiges zusammengesucht und es ist auch noch alles aufgebaut von meinem letzten Halloween-Look. Das heißt, hier drin sieht es echt übel aus. Und jetzt muss ich auch alles noch aufräumen und... irgendwie räume ich in jedem Video auf, wenn ihr dabei seid, aber es ist einfach so, dass gerade die Halloween-Looks super viel natürlich hier räumlich verändern und da muss ich immer sehr viel wegräumen. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach. Such mal noch die Sachen zusammen, mit denen ich jetzt die Nahaufnahmen machen muss. Ich habe mir übrigens hier so eine Liste gemacht, damit ich einfach, also mit meinem Video, damit ich weiß, welche Produkte ich euch eigentlich gezeigt habe. Und die muss ich jetzt hier eben alle wieder raussuchen. Eine Sache, also die Tempos, super spannend, die habe ich bei der Arbeit, deswegen kann ich die euch nicht im Video zeigen mehr. Aber den Rest, den suche ich jetzt eben anhand dieser Liste raus. Was ihr mich ja auch ganz oft fragt, ist dieser Hintergrund, also die Lichterkette, woher ich die habe und ja, die habe ich bei Amazon gekauft. Ich werde sie euch auch in die Infobox verlinken. Jedenfalls hat die da so einen Schalter und da ist ein Knopf dran, dann kann ich die halt umstellen von dem, also wie sie leuchten soll. Momentan geht sie immer so abwechselnd an. Dann haben wir das hier, das und dann weiß ich nie, ist es das, was bleibt oder schwächer wird.
Das ist das, was schwächer wird. Das heißt, es geht jetzt gleich aus. Das heißt, muss ich noch mal drauf drücken. Und dann habe ich das, was ich immer verwende. Also einfach das ganz Ruhige, wenn einfach alles an ist. So, ich habe die Nahaufnahmen alle fertig, Gott sei Dank wieder. Und hier sieht es wirklich schlimm aus. Ich zeige es euch gerade mal. Ich will jetzt mein Zimmer endlich wieder so richtig in Ordnung bringen, dass es wieder aussieht wie mein Zimmer, weil Halloween ist jetzt einfach drehtechnisch vorbei. Und deswegen muss ich das Chaos jetzt beseitigen. Aber bevor ich das mache, gibt es erstmal was zum Mittag. So, mittlerweile sind schon wieder ein paar Stunden vergangen. Ich habe jetzt hier mein Zimmer wieder im Normalzustand. Das heißt, diese Stative und die schwarze Folie und alles ist weg. Also Halloween ist quasi weg. Und ich habe auch schon das Grobe hier aufgeräumt. Also hier sind schon mal die ganzen Utensilien von den Halloween-Sachen weggeräumt. Ich muss nur noch meine Pinsel waschen, die ich da verwendet habe. Noch so ein paar Sachen muss ich schon aufräumen, denn ich habe nochmal ein neues Video für euch angefangen heute, nämlich ein Rezeptvideo hier. So sieht es dann aus. Also ich habe so ein Brett mal gekauft bei Ikea, weil ich es einfach sehr schön finde als Untergrund bei so Kochvideos. Das gibt oder gab es für euch schon, und zwar so Proteinriegel selber gemachte. Ich habe sie noch nicht probiert, die stehen noch im Kühlschrank, die müssen da ein bisschen aushärten. Und dann mache ich da morgen noch die Schokoglasur drüber und dann ist das Video auch fertig. Also ihr merkt, ich drehe immer so über mehrere Tage hinweg. Aber ist einfach so, wenn man eben noch berufstätig ist. Und morgen geht es schon wieder zur Arbeit. Das heißt, jetzt ist schon wieder später Abend und ich schaue jetzt noch ein bisschen Serie und mache jetzt endlich Feierabend. Und dann kann die Woche auch schon wieder starten. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht mit mir, mit meinem Diary. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!